Ja, Wagner, der Monat Januar war ein erfolgreicher. 5 Spiele, 5 Siege. Sind Erwartungen erfüllt worden? Was die Erwartungen erfüllt worden sind, aber natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, sind mit dem Ziel in die Saison gegangen. Jetzt hat es die letzten Woche besser geklappt, mit 9 Siegen am Stück, aber es war jedes Spiel war hartes Stück Arbeit und wir wollen natürlich die Serie aufrechterhalten. Der Vorsprung auf Platz 9, auf den ersten Nicht-Playoff-Platz, beträgt mittlerweile 14 Punkte. Können sich die Fans schon auf die Verlängerung der Saison freuen? Ja, ich denke schon, dass ich denke, Playoffs sollten wir erreichen, da sollte nichts mehr schief gehen. Jetzt geht es darum, sich die bestmögliche Ausgangsposition zu verschaffen, eben für die Playoffs. Gucken Sie im Moment eher auf den Rückstand auf Platz 1 oder auf den Vorsprung auf Platz 3? Auf gar keinen Rückstand, also ich achte nur auf uns und was am Ende dabei rauskommt, das werden wir sehen. Wir können es eh nur bedingt beeinflussen. Wir wollen jetzt jedes Spiel gewinnen. Wenn wir das schaffen, dann haben wir eine Chance, um Platz 1 mitzuspielen. Aber wir wissen, dass Mannschaften wie Jena, Kirchheim, Gotha, Hamburg, dass das sehr starke Mannschaften sind. Deswegen Spiel zu Spiel und dann schauen, was rauskommt. Der Februar hält jetzt erstmal 3 knifflige Aufgaben parat. Am Samstag kommen die Hamburg Towers, dann geht's nach Köln, danach ist Jena hier zu Gast. Wichtiger Monat für Rasta? Klar, diese Spiele zählen natürlich doppelt für uns, weil es natürlich direkte Playoff-Kandidaten sind. Und das geht bei Hamburg los, wo wir noch eine Rechnung offen haben vom Hinspiel. Und ich denke, zu Hause ist immer etwas einfacher für uns. Aber klar, das sind natürlich schon ganz schöne Brocken, die da kommen. Aber auch hier gilt es erstmal jetzt auf Hamburg zu konzentrieren und danach kommt dann eben die anderen Mannschaften. Zu Wochenbeginn endete die Möglichkeit für die Vereine nachzuverpflichten. Inwieweit sind Sie froh, dass jetzt an dieser Front einfach mal Ruhe ist, dass man weiß, was auf einen zukommt? Ja, wie gesagt, das hat uns auch nicht so gekümmert. Wir haben uns da auf jedes Spiel neu konzentrieren müssen. Einige Mannschaften haben viele Wechsel vorgenommen. Wir waren auch, haben auch dazu gehört, leider, weil mussten das machen, weil durch Verletzungen. Aber es gehört nun mal dazu. Und jetzt heißt es halt, die letzten 10 Spiele konzentriert anzugehen und sich auf die Playoffs vorzubereiten. Abschließend vielleicht noch eine Frage zu Travis Warwick, der ja gegen seinen Ex-Club spielt am Samstag. Wie hat er sich gemacht jetzt hier bei Rasta? Sehr gut. Also sowohl er als auch Devin, die beiden Neuen eigentlich, haben sich toll integriert, brauchen vielleicht noch ein bisschen, um die letzten Details vom Konzept zu verinnerlichen. Das dauert normal, aber beide sind auf einem sehr guten Weg, sind beide sehr positive Typen und wir freuen uns beide, dass wir beide hier haben.